Es ist ein endloser Kampf. Ein Kampf gegen deine Angst, gegen die Strecke und ein Kampf gegen die anderen Fahrer. Und damit herzlich willkommen zu meinem Review zu Need for Speed 2 Shift Unleashed. Das ist das beste Gefühl der Welt. Endlich ist er da, der zweite Teil der eher auf Simulation ausgelegten Rennspiele aus der Need for Speed Serie. Wie er geworden ist, erfahrt ihr in diesem Review. Fangen wir an mit dem Hauptmenü, das bietet euch natürlich die Karriere, welche in mehrere Events unterteilt ist. Dann gibt es natürlich den Schnellmodus, die Garage, den Autohändler, eine Reihe von Optionen, den Xbox Store, die Extras, Xbox Live. Ja, und dann wären wir wieder bei der Karriere. Diese unterteilt sich, wie gesagt, in mehrere verschiedene Events, welche je nach Fahrerstufe freigeschaltet werden. Das heißt, ihr sammelt während der Rennen Erfahrungspunkte, steigt damit Level auf und schaltet immer wieder neue Events frei. Diese sind dann wieder unterteilt in mehrere kleine Events. Allgemein ist die Karriere sehr herausfordernd, sehr spaßig und sehr motivierend. Da haben die sich auf jeden Fall was Gutes einfallen lassen. Da macht es sehr viel Spaß, die Rennen durchzufahren. Da ist auch für Abwechslung gesorgt. Es gibt unter anderem ganz normale Rundenrennen, dann gibt es Time Trials, dann gibt es Eliminatorrennen und es gibt Driftrennen. Da ist für bunte Mischung gesorgt. Das ist sehr, sehr gut gelungen. Die einzelnen Rennen im Karrieremodus werden immer wieder durch solch Videos aufgelockert, teilweise auch mit echten Rennfahrern. Das ist sehr authentisch, macht viel Spaß zuzuschauen und lockert das alles ein bisschen auf. Ich bin Vaughn Gibbon Jr., Formula D Champion. Kommen wir zum eigentlichen Herzstück eines jeden Rennspiels und das ist natürlich das Autofahren an sich. Da muss man sagen, haben sich die Entwickler sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben mit den Automodellen und mit den Strecken. Die Autos sehen von außen und von innen alle sehr, sehr, sehr gut aus, sehr, sehr gut nachgebaut. Auch die Effekte und die Schattenwürfe sind sehr, sehr, sehr gut. Also grafisch ist das Spiel auf einem sehr hohen Stand. Da, denke ich, zieht es auf jeden Fall an Gran Turismo 5 und Forza vielleicht sogar noch vorbei. Die Farben wirken alle sehr echt, sehr bunt. Das wirkt alles sehr, sehr, sehr gut. Gerade auch die neue Helmkamera macht einen sehr, sehr, sehr guten Job. Und ihr habt wirklich das Gefühl, dass ihr mitten im Auto sitzt. Denn die Helmkamera simuliert so ein bisschen die Bewegung des Fahrers. Das heißt, wenn ihr bremst, dann merkt man richtig, wie das Auto sich von alleine bewegt und der Kopf an der Stelle bleibt. Wenn ihr um Kurven fahrt, dann merkt ihr, dass der Kopf so ein bisschen in die Kurvenrichtung schon reinguckt, um die Kurve einsehen zu können. Das wirkt alles sehr, sehr realistisch, sorgt auf jeden Fall für ein rundum gutes Gesamtpaket. Man hat wirklich das Gefühl, dass man beim Autofahren von dem Auto richtig durchgeschleudert wird. Beim Bremsen und Beschleunigen hat man das wirklich das Gefühl, dass einem das Auto in den Sitz reindrückt. Das ist sehr, sehr gut gelöst. Und auch gerade, wenn es zu einem Crash kommt, sieht das alles sehr, sehr gut aus. Man wird richtig durchgeschüttelt. Damit wären wir auch schon direkt beim nächsten Thema und das ist das Schadensmodell. Da muss man auch sagen, dass die Autos sehr, sehr, sehr gut aussehen, wenn man sie mal gegen die Wand gesetzt hat. Der Schaden wird sehr gut simuliert. Wie ihr hier seht, ist der Wagen doch ziemlich mitgenommen. Das ist sehr gut gemacht. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, den Schaden nur einfach optisch einzustellen. Das heißt, dass euer Wagen zwar kaputt aussieht, aber trotzdem weiterfährt. Und ihr habt die Möglichkeit, dass das auch wirklich Auswirkungen hat auf euer Fahrverhalten. Da ist es leider dann ein Kritikpunkt, dass dieser Schaden nicht immer ganz nachvollziehbar ist. Das heißt, nach einigen Crashes habt ihr zum Beispiel ein Rad verloren und könnt nicht weiterfahren und seid mit 20 km/h in die Wand gefahren. Bei anderen Crashes seid ihr mit 200 in die Wand gefahren und könnt trotzdem weiterfahren. Das ist noch so ein bisschen unausgewogen. Da denke ich, kann man noch per Patch das fixen. Ich hoffe, Electronic Arts macht das noch, denn da besteht auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Kommen wir zur Auswahl der Strecken und da ist natürlich wieder alles dabei, von Laguna Seca bis Nürburgring, bis Hockenheimring, Suzuka, alles was der Rennfan sich da erwünscht, ist alles dabei. Es ist eine gute Mischung aus echten Strecken und ausgedachten Strecken. Da ist auf jeden Fall für Abwechslung gesorgt. Und es gibt genügend Möglichkeit, eure virtuellen Boliden über die virtuellen Pisten zu jagen. Dann haben wir in den Optionen natürlich mehrere Möglichkeiten, unsere Steuerung, unseren Vorlieben anzupassen. Besonders gelungen finde ich die erweiterte Steuerungsanpassung. Da habt ihr wirklich die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel auch ein Lenkrad benutzt, die Lenkung komplett auf eure Vorlieben anzupassen und habt da jede Menge Regler, um an der Lenkung rumzuspielen. Das ist sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ich würde euch auch empfehlen, auf jeden Fall da einmal Hand anzulegen, denn mit den Grundeinstellungen sind die Wagen alle so ein bisschen schwammig unterwegs und neigen doch sehr zum Übersteuern. Das hat sich im Gegensatz zum ersten Teil schon merklich gebessert, das heißt, die Boliden brechen nicht mehr so oft aus. Es ist aber immer noch so ein bisschen zu extrem, würde ich sagen. Bevor ihr den Controller entnervt in die Ecke schmeißt, schaut euch die Steuerungsoption an, ändert ein bisschen an den Reglern und findet raus, was da für euch das Passende ist. Danach lassen sich die Fahrzeuge auch präzise über die Straße steuern. Dann kommen wir zu leider einem großen Kritikpunkt des Spiels, denn es gibt auf keiner einzigen Strecke den Boxenstopp. Ja, es ist mir leider unbegreiflich, warum weder der Boxenstopp noch der Benzinverbrauch und noch der Reifenabrieb. Das alles wird nicht simuliert in Shift 2. Finde ich ist ein bisschen schade und auch merkwürdig, weil man ja angestrebt hatte,
Gran Turismo 5 und Forza 3 vom Thron zu stoßen. So wird es leider nichts, wenn man die grundlegenden Sachen des Rennsports nicht mit berücksichtigt. Da hilft es mir dann auch nicht, dass die Reifenaufhängung 360 Mal die Sekunde berechnet wird. Das ist alles schön und gut. Ja, leider, wenn es keinen Benzinverbrauch und keine Boxenstopp gibt, ist es leider ein sehr, sehr, sehr großer Mangel im Spiel. Finde ich sehr, sehr, sehr schade. Dann gibt es natürlich in Shift 2 auch wieder den Autohändler, in dem ihr sämtliche Autos von sämtlichen Marken kaufen könnt. Da finde ich, ist eine sehr gute Auswahl an Fahrzeugen gegeben, denn es gibt wirklich nur die etwas interessanteren Arten von Autos und nicht wie zum Beispiel in GT5, 100.000 Ausführungen des Golf 3 und so weiter. Da ist eine sehr, sehr gute Mischung gesorgt, macht auf jeden Fall Spaß. Und es gibt auch die Möglichkeit, auch wenn ich sie eher fragwürdig finde, dass man die Fahrzeuge, wenn man nicht genügend Ingame-Geld hat, auch per Microsoft-Punkte kaufen kann. Gut, es wird niemand zu gezwungen, deswegen kann man es, denke ich, so stehen lassen. Wer es gerne möchte, kann sich natürlich Fahrzeuge dann auch für echtes Geld kaufen. Natürlich hält auch in Shift 2 wieder der Autolog-Einzug, in dem ihr die Möglichkeit habt, eure Bestzeiten gegen die eurer Freunde zu vergleichen, gegeneinander die Herausforderungen zu spielen, das heißt, die Zeiten des anderen zu unterbieten, eure Fotos hochzuladen und so weiter und so fort. Sehr, sehr, sehr cooles Feature, auf jeden Fall sehr motivierend, da ihr immer sehen könnt, auch nach den Rennen, welche Zeiten eure Freunde gefahren sind, um diese dann gleich wieder zu unterbieten. Sorgt für eine Menge Wettkampf und macht sehr viel Spaß. Und auch alle Tuning-Freunde kommen bei Shift 2 voll auf ihre Kosten. Ihr habt die Möglichkeit, sämtliche Einzelteile des Motors, der Aufhängung, der Reifen, des Fahrwerks, die Turbolader, alles könnt ihr selber umbauen, einbauen und natürlich auch euren Vorlieben anpassen, den Reifendruck und so weiter und so fort. Das war alles noch nicht im ersten Teil möglich, wurde zum Glück geändert für den zweiten. Bietet eine Menge Möglichkeiten, ähnlich wie Gran Turismo 5 und Forza 3 das schon bieten. Für alle Technik-Freaks, da haben sie auf jeden Fall einiges reingepackt, womit ihr euren Spaß haben könnt. Und auch auf einen ordentlichen optischen Tuner wurde nicht verzichtet. Ihr habt die Möglichkeit, natürlich die Farben eurer Fahrzeuge selbst auszusuchen, die Farbsättigung, die Helligkeit einzustellen, da bis ins kleinste Detail zu gehen. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, einzelne Karosserieteile nur zu lackieren, zum Beispiel nur die Motorhaube, die gesamte Karosserie, die Reifen. Da gibt es eine Menge Auswahl an optischen Tuning. Und selbstverständlich gibt es auch wieder Vinyls, die ihr entweder als vorgefertigte Sets aufkleben könnt oder natürlich euch euer eigenes Design erstellen könnt. Da könnt ihr auch stundenlang verbringen im Design-Editor. Sehr, sehr, sehr gut gelungen und auch von der Handhabung relativ einfach. Macht auf jeden Fall Spaß, da eure Fahrzeuge zu individualisieren. Sehr, sehr gut gelungenes Feature. Kommen wir zum Fazit zu Shift 2. Da muss man sagen, allgemein handelt es sich wirklich um ein gutes, solides Rennspiel. Leider ist es dem Simulationsanspruch, welcher im Vorfeld so viel angesprochen wurde, nicht gerecht geworden. Es ist fahrtechnisch und gameplaymäßig irgendwo zwischen Need for Speed Hot Pursuit und GT5-Forza 3. Es ist also keine vollwertige Simulation. Man merkt immer mal wieder, dass es sich doch um ein etwas arcadigeres Spiel noch handelt. Wer nicht so sehr auf komplette Simulation steht, à la Gran Turismo, und auch nicht so unbedingt arcadig fahren will wie Hot Pursuit, der ist auf jeden Fall gut bedient mit Shift 2. Auch alle anderen Rennspielfreunde sollten auf jeden Fall da mal vorbeischauen, allein schon wegen der Helmkamera. Finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr cooles Feature. Würde ich mich sehr freuen, wenn das in mehreren Spielen in Zukunft Einzug hält. Generell kann ich für jeden, der ein Fable für Rennspiele hat, eine Kaufempfehlung aussprechen. Ich denke mal, ihr macht nichts großartig mit verkehrt. Wie gesagt, die Steuerung solltet ihr euren Vorlieben so ein bisschen anpassen. Und dann steht dem Renngenuss nichts im Wege. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Hoffe, das Review hat ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Kommentar da, was ihr zu dem Spiel haltet. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Reviews. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen. Wahnsinnig gut gefahren, Mann. Echt gut.